Hier ist wieder eure Joana, die PTA aus Leidenschaft. Könnt ihr euch noch an die schöne Geschichte erinnern? Sie holten ihre Schätze hervor und brachten ihnen Gold, Weihrauch und Myrrhe als wertvollste Gaben. Nein, ich möchte euch jetzt nicht die Weihnachtsgeschichte erzählen. Auch nicht über Myrrhe oder Gold. Bei uns geht's heute um den Weihrauch. Genau genommen Weihraucher 15. Der wird aus dem Harz der indischen Weihrauchbäume gewonnen und gilt seit über 3000 Jahren als echtes Heilmittel. Jetzt weiß man auch, warum die drei heiligen Könige ihn so wertvoll fanden. Wichtig ist, es muss der indische Weihrauch H15 sein. Er wurde bisher in allen Forschungsstudien eingesetzt und gilt mit seiner Standardisierung von 85% der Boswelliasäuren als Garant für Qualität. In aktuellen Studien hat man sogar Belege und positive Ergebnisse für die Wirksamkeit bei Morbus Crohn, Asthma bronchiale, chronischen Darmerkrankungen und Kniegelenksarthrose entdeckt. Ein altes Kraut als moderner Allrounder. Es muss nicht immer Chemie sein. Zurzeit gibt es Weihrauch H15 aber nur als Nahrungsergänzungsmittel in unseren Apotheken. Dies solltet ihr aber erst nach Rücksprache mit eurem Arzt oder Heilpraktiker anwenden. Wer hätte das vom Weihrauch gedacht? Also macht es gut!